Wir haben vor kurzem eine neue Version rausgebracht. Das ist die Version 7. Seit Anfang des Jahres. Es kamen einige neue Funktionalitäten dazu. Ein paar davon, nicht alle, werde ich heute vorstellen. Unter anderem die Planisware App, einen Chatbot und eine Funktionalität zur toolübergreifenden Kommunikation, nennt sich Talk. Außerdem sehen wir ganz klassisch und agil, wie wir Projekte abwickeln können und wie man in Planisware Portfolio Management betreibt. Okay, zum Unternehmen Planisware. Also wir sind reiner Softwarehersteller, uns gibt es seit 1996 am Markt. Wir wurden in Paris gegründet, sind mittlerweile mehr als 400 Mitarbeiter und ich bin hier vom Münchner Standort und wir sind hier in München 65 und betreuen eben den deutschsprachigen Markt in alles, was das Produkt betrifft und auch die Supportdienstleistungen und Betrieb der Lösungen. Betrieb deshalb, wir haben eigene Datenzentren, wir sind ISO 27001 zertifiziert und seit einem Monat auch TISAX zertifiziert. Also wir betreiben unsere Datenzentren selbst für unsere Kunden. Insgesamt gibt es mehr als 500 und ja, Sie sehen ja noch ein paar andere Dinge, aber ich gehe eigentlich gleich weiter auf die verschiedenen Produkte. Also Planisware ist der Hersteller an sich und wir haben zwei Produkte. Das ist einmal Planisware Enterprise und Planisware Orchestra. Nur zur Unterscheidung von den beiden Dingen. Planisware Orchestra ist nicht nur ein Teil von Planisware Enterprise, sondern es ist eine eigenständige Lösung. Es gibt zwar Möglichkeiten, Daten auszutauschen, Projekte auszutauschen, aber es sind zwei verschiedene Tools. Planisware Enterprise setzen wir ein, wenn es um fachbereichsübergreifende Projektplanung geht in großen Konzernen, wo man ein strukturiertes Vorgehen hat, einheitliche oder in etwa einheitliche Prozesse, wenn das System nochmal an kundenspezifischen Bedarf angepasst werden soll oder muss. Und in Planisware Enterprise, durch die lange Erfahrung, ist da auch einiges an Best Practice vorhanden, was die verschiedenen Funktionalitäten betrifft. Orchestra, das etwas kleinere Tool, spricht eher den Mittelstand an. Es ist eine Lösung, eine Best-Practice-Lösung, die man sofort nutzen kann. Also sofort im Sinne von, wir machen schon kleinere Anpassungen, aber das ist eigentlich eine Turnkey-Lösung, mit der kann ich sofort loslegen. Heute in diesem Webinar werden wir uns nur auf Planisware Enterprise konzentrieren. Planisware Orchestra wird in einem separaten Webinar nochmal gezeigt. Das findet am 21.04. statt. Sie bekommen auch demnächst die Einladung von TPG und könnten sich da auch anmelden, falls Sie Interesse haben, das Produkt zu sehen. Okay, dann gehen wir eigentlich schon auf die Lösung. Wie gesagt, Planisware 7 ist seit Anfang des Jahres auf dem Markt. Es kamen neue Dinge rein, wie man hat jetzt die Möglichkeit, Workflows für Finanzierungsanfragen zu erstellen, genehmigen. Das Vertragsmodul ist ausgeweitet worden. Es gibt mit Extended Enterprise, nennt sich das. Das ist eine Möglichkeit, Partner und Kunden in die eigene Welt einzubinden, ohne dass die selbst Zugriff auf das System haben. Das ist von der technischen Umsetzung ist es eine Synchronisation von bestimmten Daten und Konfigurationen in eine separate Cloud, worauf dann Partner Zugriff haben und da Terminplan-Updates machen können, Risiko-Updates in ein agiles Board eintauchen können oder Dokumente updaten und die werden dann wieder zurück synchronisiert auf die eigentliche Kundenumgebung. Dann wurden ein paar Dinge mit hinzugenommen in Richtung Portfolio-Management im agilen Bereich, also Scaled Agile Framework und eben die Planisware App und der Chatbot.
Mit den Dingen werde ich auch jetzt sofort anfangen. Also wir wechseln jetzt auf die Lösung und ich werde Ihnen am Anfang die neue App präsentieren. Ganz kurz, ich muss nur auf einen anderen Bildschirm wechseln, wo ich mein Handy übertragen habe. Also das hier ist ja, mein Handy, Sie kennen sowas. Und dann gibt es hier eben die Enterprise-App und wir landen hier zum Einstieg in der Workbox. Die Workbox ist in Planisware eine zentrale Seite, wo ich für verschiedene Themenbereiche erstmal festlegen kann, was hier angezeigt wird und dann aber von hier auch bestimmte Dinge bearbeiten kann. Also als normaler Anwender kann ich mir hier jetzt einstellen. Ich sehe hier beispielsweise Gates, Requirements, Schedule Delays und so weiter. Hier oben habe ich die Möglichkeit, mir verschiedene Kategorien anzuzeigen oder auszublenden. Also wenn ich hier jetzt mal Gates raus und reinnehme, vielleicht haben Sie es im Hintergrund gesehen, dass es verschwunden ist, wieder erschienen und sieht so aus. Dann kann ich hier in diese einzelnen Kategorien eintauchen, indem ich mir, ich fange jetzt mal oben an, ich sehe hier, dass ich als Portfolio Manager oder wenn ich Steering Committee Mitglied bin, sehe ich hier, dass ich bestimmte Gates zu genehmigen habe. Und ich sehe jetzt nicht mega viel Informationen. Klar, um alles zu sehen, müsste ich die Dokumente lesen und alles, aber ich kann hier an Workflows teilnehmen. Und wenn wir sagen, okay, von diesem zweiten Projekt IT005, da stehen wir an einem Gate an dem Übergang zur Konzeptphase oder zur Business Case Erstellung. Und dann kann ich hier unten auch entsprechend das Gate validieren. Also ich habe jetzt auf Go geklickt und ich gehe wieder zurück. Ich sehe hier vielleicht alle Projekte, die über Budget sind. Ich sehe hier bestimmte Requirements, für die ich verantwortlich bin. Ich habe hier 4 Stück. Ich kann die hier wegschieben, wenn es mich nicht mehr interessiert oder ich es erledigt habe. Ich kann auf die Verzögerungen eingehen und ich sehe auch meine Liefergegenstände, wo ich was zu tun habe. In dem Fall bin ich nur für die Validierung zuständig. Aber das sind verschiedene Themenspeicher, die hier angezeigt werden und je nachdem kann ich eben hier eintauchen. Neben dieser Workbox gibt es noch weitere Funktionalitäten. Ich mache hier oben mal dieses Burger-Symbol auf. Das ist noch die Zeiterfassung und der Chatbot. Die App ist natürlich keine vollumfängliche Lösung für eine Balkenplanung, aber es kommen nach und nach mehr Funktionalitäten hier rein, aber nur so weit, wie es eben Sinn macht. Ich habe hier könnte ich auf die Zeiterfassung gehen. Also Timecard ist bei uns die Zeiterfassung, wenn ich jetzt Projektmitglied bin und arbeite hier in dem Fall ist es letzte Woche, was hier angezeigt wird. Ich muss insgesamt 5 Tage arbeiten und sehe hier die verschiedenen Tage und kann dann eben, wenn ich im Dienstag hier einsteige, würde ich sehen, okay, also hier habe ich schon die Zeiten erfasst. Ich habe für einen halben Tag für Entwicklungstätigkeiten gearbeitet und dann hatte ich noch einen halben Tag, Sie sehen das hier weiter unten, hatte ich noch ein Training. Hier kann ich auch detaillierter einsteigen, wenn ich mal auf Development klicke, dann kann ich hier das nochmal, alles, was ich für diese Entwicklungstätigkeiten gemacht habe, kann ich hier erfassen. Ich könnte einen Kommentar mitgeben. Und ebenso meinem Projektleiter und meinem Abteilungsleiter sagen, wie viel ich gearbeitet habe. Am Ende gibt es hier unten noch die Möglichkeit, diese Zeiterfassung oder diese Timecard zu übertragen. Ich klicke auf Submit und dann ist das Ganze durch. Und jetzt habe ich für diese Woche das Ganze abgemeldet. Und zu guter Letzt gibt es noch den Chatbot. Und hier kann ich einfach Fragen stellen
und bekomme dann Antworten dafür. Also das ist auf Englisch verfügbar, nicht auf Deutsch. Deshalb schreibe ich hier mal Hallo und habe dann hier diverse Möglichkeiten. Also ich könnte sagen, Show my board. Dann würde ich im besten Fall sehen, ein Board, wir sehen das später dann noch größer, wenn wir unterwegs sind, im Tool dann, was ich zu tun habe. Also das sind verschiedene Statusfelder. Aber ich kann ja auch bestimmte Befehle eingeben, wenn wir sagen, wir wollen zu einem bestimmten Projekt die erwarteten Gesamtkosten sehen. Dann könnte ich give me die EAC, was in dem Fall steht für Estimate at Completion of Project Application. Project Application Upgrade. Das ist vielleicht ein Projekt, an dem ich arbeite. Oder wo ich Projektleiter bin. Und in dem Fall ist es nicht ganz eindeutig, um welches Projekt es sich geht. Anscheinend gibt es zwei mit Application Upgrade. Und ich habe hier dann die Möglichkeit, ich sehe hier eins ist nur eine Backup-Version von dem normalen. Und ich habe dann die Möglichkeit eben zu sagen, ich möchte, dass sie angezeigt haben und sehe hier, dass mich dieses Projekt insgesamt 2,7 Millionen kosten wird. Okay, das sind so ein paar Dinge, die ich hier mit diesem Chatbot machen kann. Ich gehe mal zurück auf die Workbox und das war es eigentlich soweit, was ich Ihnen hier zeigen wollte. Und im Anschluss werden wir jetzt auf die normale Browser-Version gehen. Ich schließe an der Stelle meine App und wechsle auf meinen Browser. Das müssten Sie jetzt auch schon sehen. Und gehe jetzt hier noch in den Fullscreen-Mode. Okay. Wir hatten vorhin, 6% aller Leute haben bereits Planisware. Ich vermute mal nicht, dass es die Version 7 sein wird. Deshalb erkläre ich ganz grob das Konzept von unserer Software. Also ich habe mich jetzt eingeloggt und wir sehen am Anfang das Profil. Also das sind ein paar Daten eben zu mir selbst. Ansonsten bin ich momentan im Modul Home, das ist die Startseite, und es gibt noch ein paar andere Module. Momentan geöffnete Module ist hier ein Projektmodul und ein Modul nennt sich Agile Release Train. Also hier oben habe ich angeordnet die Module und ich sehe auch bestimmte Seiten, bestimmte Teilbereiche von diesen Modulen. Wenn ich jetzt mehrere Module hier hinzufügen möchte, in denen ich arbeiten möchte, dann kann ich hier auf eben weitere Module hinzufügen gehen. Hier gibt es noch ein paar andere Buckets and Investment, da kann ich strategische Portfolioentscheidungen treffen, das Vertragsmodul, was ich vorher schon mal erwähnt habe. Es gibt ein Präsentationsmodul, ein Modul für Portfolio Reporting, Programmmodul, Ressourcenmodul, Projektmodul und, und. Und die wähle ich aus und dann landen die im Grunde hier oben. Wenn ich jetzt wieder auf das Home-Modul gehe, dann sehe ich hier eben mein Profil. Die Workbox haben wir gerade eben schon mal kennengelernt. Gerade eben hatten wir sie halt in der App, aber das gleiche ist hier auch. Also ich habe hier wieder verschiedene Gates, wo wir vorhin auch ein Gate genehmigt hatten. Ich sehe hier Projektverzögerungen, Projekte, die über Budget sind, Liefergegenstände. Und neben dieser Workbox habe ich beispielsweise auch meine Requirements. Das ist mein personalisiertes Board, wo ich hier sehe, welche Stories sich in welchem Status momentan befinden. All diese Seiten sind Teil von diesem Home-Modul. Und wie vorhin schon angesprochen, diese Workbox dient dazu, dass ich eben Dinge sehe und von hier dann direkt abtauchen kann. Also ich sehe hier beispielsweise, wir haben einen Verzug von 11%. Und wenn ich hier schauen möchte, okay, wo kommen diese 11%
denn eigentlich her? Dann sehe ich hier, wir sind jetzt über die Workbox auf das Projektmodul gesprungen, sind im Gantt gelandet, sehen hier, dass die 11% hier in diesem, also 11% Verzug hier in dieser Scoping-Phase auftreten. Ich könnte jetzt natürlich noch sagen, okay, ich lasse mir noch die Baseline anzeigen. Sorry. Dann würde ich hier auch noch genauer sehen, also das war der alte Plan, der ursprünglich freigegebene Plan vielleicht, und ich sehe hier, dass ich eine kleine Abweichung habe, und in dem Fall sind es einfach 11%. Ich nehme die Baseline wieder weg, weil wir die jetzt erstmal nicht brauchen. Okay, wir sind jetzt schon ins Projekt eingestiegen. Ich gehe jetzt mal nochmal zurück auf die allgemeine Projektliste. Hier sehen wir ein paar Projekte, alle Projekte, die zu diesem Portfolio gehören. Also ich habe hier verschiedene Portfolios und momentan befinden wir uns bei den IT-Projekten. Ich könnte hier auch R&D-Projekte haben, und, und. Zu jedem Projekt habe ich hier einen Namen, eine Beschreibung, vielleicht den Kunden. In dem Fall handelt es sich um IT-Projekte und das sind vielleicht interne Kunden von meinem Unternehmen. Ich sehe hier eine Priorität. Ich sehe, wo wir uns im Stage Gate befinden. Ich habe ein paar Indikatoren für Projektverzug. Wie sieht die Ressourcensituation aus? Was machen die Kosten? Ich habe hier einen Score vielleicht und ich sehe noch ein paar weitere Kostenwerte und, und. Also hier habe ich noch mehr Informationen. Mit dieser Liste könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte für alle Infrastrukturprojekte möchte ich die Kosten hier aufsummiert haben. Also das kann ich als normaler Anwender machen, indem ich hier einen Doppelklick drauf mache und hier das mir einfach aufsummieren lasse. Dann steht hier dran einmal eben pro Verantwortungsbereich. Und dann insgesamt für das komplette Unternehmen, dass wir insgesamt 22 Millionen jetzt in dem Fall ausgeben für diese Projekte. Hier hängt also eine Gruppierung dran. Ich könnte das genauso gut auch nach den Kunden gruppieren, indem ich sage, okay, ich mache eine Gruppierung eben nach den Kunden und dann sieht das Ganze so aus. Ebenso mit den erwarteten Gesamtkosten in dem Fall. Okay, wenn wir jetzt ein neues Projekt anlegen, dann gibt es hier diese Schaltfläche und ich sage an der Stelle, wir legen ein Projekt an, das ist das Webinarprojekt. Ich habe eine Beschreibung, einen Namen, eine Beschreibung und ich kann mich hier an bestimmten Templates bedienen. Also es gibt, ich kann hier, das ist vielleicht ein Programmtemplate, das ist ein relativ einfaches Projekttemplate und, und. Da sind Sie frei. Ich nehme jetzt das einfache Projekttemplate, wähle hier ein Projektbeginn, vielleicht Projektende und ordne das noch verschiedenen Clustern zu. In dem Fall der Verantwortungsbereich sage ich, das ist ERP. Produkt geht es um ERP, Projekttyp. Ich wähle hier einfach ein paar Dinge aus, in welche Strategie fällt es oder in welchen Topf. Das ist in dem Fall digitale Transformation. Den Kunden und noch die Location. Und ich kann hier auch einfach was eingeben und sehe hier, okay, ich nehme Deutschland. Okay. Über OK lege ich dieses Projekt an und wir sehen, was aus diesem Template gekommen ist. Also wir sehen grundsätzlich die Strukturierung. Wir haben insgesamt fünf Phasen und fünf Meilensteine. Und wir können jetzt erstmal anfangen, in diesem Gantt zu arbeiten, indem wir hier vielleicht noch weitere Aktivitäten hinzufügen. Also das ist die
Das ist Task 1 mit 20 Tage und Task 2 mit 30 Tagen. Dann liegen die hier. Ich kann die Dinge verschieben und sagen, das gehört eigentlich zur Konzeptionsphase. Dann nehme ich das hier hoch. Dann landen die hier. Ich kann die Dinge noch ein wenig einrücken und vielleicht auch verlinken. Ich kann auch hier arbeiten, indem ich das groß und klein ziehe. Ich kann, wenn bestimmte Unteraktivitäten wie diese Development-Phase nach einem Schema ablaufen, kann ich mich hier auch an Vorlagen bedienen, die es innerhalb von einem Projekt gibt. Nennt sich bei uns Aktivitätsbibliotheken. Wir machen das mal für diese Development-Phase. Also in dem Fall sage ich, okay, hier fügen wir eine Aktivitätsbibliothek ein, also ein Set an Aktivitäten. Das geht über Insert, Activity Library und dann nehme ich hier eine Entwicklungsphase oder wenn das agil gemacht wird, eben ein paar Sprints rein. Und hiervon sage ich, da möchte ich diese Dinge haben. Ich füge das hier ein und dann sehen wir gleich, was passiert. Diese Development-Phase wird jetzt agil gemacht und besteht insgesamt aus vier verschiedenen Sprints. Das ist ja jetzt trotzdem noch ganz normal Wasserfall, aber wir sehen hier schon, dass nicht wie in dem Fall von diesen normalen Aktivitäten, dass da so ein Balken dahinter hängt, sondern dass das hier eben in einem agilen Board gemanagt werden kann. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann springe ich ab auf ein Board. Da ist jetzt noch nicht viel definiert. Ich müsste im nächsten Schritt jetzt ein Team definieren, vielleicht ein paar Stories, ein paar Requirements und habe dann hier mein Board. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wie das aussieht. Also wenn wir hier sagen, hier arbeite ich mit, die Isabelle und die Andy, dann weise ich hier ein Team zu und im nächsten Schritt kann ich mir hier noch bestimmte Requirements oder Stories definieren. Vom Typ Story in dem Fall mit Kapazitätspunkten 5. Ich kann hier noch in dem Notepad-Feld noch ein paar andere Dinge erfassen. Ich kann ein Dokument anhängen. Ich kann Bilder mit einfügen. Ich kann hier noch ein paar andere Dinge tun, aber da haben wir heute nicht den Fokus drauf. Und in dem Fall lege ich das hier an und das befindet sich dann hier in diesem Backlog. Okay, wir sehen hier später noch ein wenig, aber ich wollte Ihnen hier zeigen, wie die Kopplung ist zwischen agilen Boards und der Gantt-Terminplanung. Dadurch, dass wir auch bestimmte Ressourcen, Mitarbeiter hier für diesen Sprint geplant haben, sehen wir jetzt auch, was im Gantt, passiert ist. Wir haben auch hier Ressourcen geplant. Das waren die drei Ressourcen. Und in dem Fall sehen wir auch, dass diese Ressourcen insgesamt mit 10 Tagen arbeiten für diese Aktivität, die in dem Fall jetzt 2 Wochen dauert. Also das sind noch hier, das sind 7 Tage die Woche, aber die Ressourcen arbeiten nur 5 Tage die Woche. Deshalb habe ich hier, obwohl ich die 100% eingeplant habe, habe ich die hier jetzt in den Aufwand von 10 Tagen innerhalb von einer Dauer von 14 Tagen von dieser Aktivität. Ich könnte aber genauso gut hier weitermachen und Ressourcen, wenn wir jetzt noch sagen, die Rebecca ist auch von diesem Sprint 1 oder Teil von diesem Sprint 1 und die arbeitet aber nur 30% hier dran, weil die noch andere Dinge tut, dann kann ich das auch so machen. In dem Fall sehen wir das hier. Okay, diese Ansicht, die wir hier hatten, das ist ein ganz normales Balkendiagramm. Ich komme später nochmal drauf. Es gibt noch eine andere Ansicht, wo ich auch diese Phasen hier sehe, aber vielleicht eher mit dem Fokus auf Dokumente und Liefergegenstände. Und das ist diese zweite Ansicht und nennt sich die Stage-Gate-Ansicht. Und ich sehe hier wieder meine Hauptphasen. Und hier unten sehe ich die einzelnen Liefergegenstände.
die hier zu diesen Hauptphasen gehören. Also in dieser Scoping-Phase, das ist die erste Phase, muss ich diese Dinge hier erledigen. In der zweiten Phase habe ich vielleicht nur zwei Liefergegenstände und so weiter und so fort. Sinn dahinter, für einen Meilenstein muss ich diese Liefergegenstände bearbeitet haben, um weiterzukommen. Es gibt vielleicht ein paar Liefergegenstände, die sind verpflichtend. Das sieht man hier mit diesem Feld. Also in dem Fall haben wir zwei Liefergegenstände, die verpflichtend für dieses Gate sind. Bei den anderen, da kann ich vielleicht später noch ein wenig nacharbeiten. Aber Sinn dahinter ist, dass man einen Workflow anstoßen kann. Und wenn ich Personen definiert habe, die jetzt in diesem Projekt Projektleiter sind oder Business Analysts, dann sind diese Leute für diese Liefergegenstände verantwortlich. Und ganz am Anfang hatten wir in der App auch diese Liefergegenstände. Und wenn wir sowas auf die Reise schicken, also so ein Liefergegenstand, wir sind jetzt in dieser Phase, das macht vielleicht eine bestimmte Person, der Projektmanager. Ich trage hier mal ganz kurz mich ein, dass Sie es sehen. Dann wird das losgeschickt und dann würde ich das natürlich auf meiner Home-Seite in meiner Workbox sehen, dass ich hier was zu tun habe. In dem Fall sehe ich hier eben, okay, es geht um dieses Webinarprojekt und ich muss die Projektdefinition machen. Die Projektdefinition, das ist jetzt in dem Fall ein Word, das kann ich hier runterladen, kann es hochladen und am Ende validiere ich das Ganze und so schieben wir diese Liefergegenstände eben durch einen Workflow durch. Das war jetzt alles durch mich selbst befüllt, aber das kann eben von verschiedenen Personen gemacht werden. Wir sehen vielleicht auch, dass wir an der Stelle eine Kostenschätzung machen müssen oder den ersten Ressourcenbedarf schätzen. In dem Fall ist es kein Word-Dokument, sondern wir gehen hier auf eine eigene Seite, die nennt sich Cost and Load und ich kann. Das ist nur eine Beispieltabelle. Ich kann hier aber pro Kostenart und vielleicht pro Abteilung schätzen, wie viele Leute wir denn brauchen oder wie viele Kosten hier auftreten. Sie erinnern sich vielleicht daran, wir hatten vorhin für dieses agile Team schon mal ein paar Leute aus der Infrastrukturabteilung mit eingeplant. Das ist der Grund, wieso wir hier schon 33 Tage Aufwand drin haben. Also wir hatten die drei Leute mit jeweils 10 Tage und eine Person, glaube ich, noch mit 3 Tage. Und das sind die 33. Wird auch übersetzt in Kosten, 18.000 Kosten. Und das war im November für diesen Sprint. Also der hat jetzt noch nicht angefangen. Aber hier können wir ganz normal Aufwände planen für verschiedene Abteilungen und können hier aber auch Kosten planen, wenn wir hier noch Material brauchen, und zwar 20.000, 20.000 und vielleicht im Jahr 2022 nochmal 10.000 oder hier was für Wartung, dann kann ich das in so einer Tabelle einplanen. Das kann also auch ein Liefergegenstand sein, den ich im Rahmen von diesem Stagegate hier bearbeitet habe. Und so wird das Projekt fortgeschrieben in puncto Liefergegenstände und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo es um dieses Gate geht. Also stellen wir uns einfach vor, wir haben hier alle Mandatory-Dinge befüllt und wir starten jetzt mit diesem ersten Gate und wir könnten jetzt bekommt der ein Steering-Komitee oder ein Portfolio-Manager bekommt die Benachrichtigung, dass wir hier was zu tun haben. Wir müssen ein Gate genehmigen. Ich würde das wieder auf der Home-Seite in meiner Workbox sehen, dass wir Gates zu genehmigen haben und wir könnten jetzt hier reinspringen, dann würden wir wieder auf dieser Stagegate-Ansicht landen. Ich kann hier nochmal die Dashboards anschauen und so weiter und könnte hier eine Einzelprojektgenehmigung durchführen. Aber wir spielen heute mal den Fall durch, im Gegensatz zum letzten Webinar, wo wir mit Planisware gemacht haben. Da waren wir nur im Einzelprojekt unterwegs. Heute schauen wir noch die Portfolio-Ebene an. Wir könnten jetzt sagen, dieses Projekt konkurriert ja mit vielen anderen Projekten. Und
Wir wollen eine Priorisierung vornehmen und eben nur die Projekte tatsächlich freigeben, die am vielversprechendsten sind. Dafür gibt es das Modul Budgets und Investitionen. Ich mache das hier mal auf und wir sehen hier, wir starten jetzt auf einer Seite, die nennt sich Szenarioerstellung. Wir sind hier bei den strategischen Budgets und sehen hier einen Vergleich zwischen Top-Down-Budgets, also das ist von oben vorgegeben, und das sind bestimmte Kosten, die aus den Projekten oder aus Epics eben kommen. Und wir müssen jetzt hier eine Gegenüberstellung machen. Passt das denn zu unserem Budget? Wir können jetzt ein neues Szenario anlegen. In dem Fall habe ich hier schon ein paar und ich sage einfach, ich nehme einfach schon mal alle Muss-Projekte mit rein, die ich sowieso tun muss, quasi die gesetzlich vielleicht gefordert sind. Und ich würde hier sehen, im Jahr 2021 passt es noch ganz gut. Alle Muss-Projekte, die ich machen möchte, führen zu einem Budget. Und was noch innerhalb von diesem top-down definierten Budget ist, was ich für Mitarbeiterproduktivität geplant hatte. Ich könnte sogar noch eins mit aufnehmen. Ich könnte hier noch dieses Epic mit reinnehmen. Dann wären wir hier immer noch im Rahmen. Aber wir sehen auch schon, im Jahr 2022 wird es hier eng. Aber ich kann hier ein Szenario erstellen und so quasi optimieren. Neben dieser Kostenoptimierung gibt es noch die Optimierung hinsichtlich Projektabhängigkeiten. Also stellen Sie sich vor, Sie haben bestimmte Plattformprojekte, Sie haben Kundenprojekte. Kundenprojekte sind abhängig von Plattformentwicklungen. Man hat hier eine Abhängigkeit. Wenn ich hier jetzt drauf gehe, sehe ich bestimmte Abhängigkeiten. In dem Fall ist dieses Kundenprojekt abhängig von drei verschiedenen anderen Projekten und die müssen alle Ergebnisse liefern, damit ich das überhaupt machen kann. Aber alles ist blau, alles ist gut. Hier sehe ich, dass ich ein Projekt in meinem Szenario habe, aber das vorherige Projekt, dieses IT005, ist nicht in meinem Szenario. Deshalb habe ich hier eine Warnung und in dem Fall müsste ich mir stark überlegen, ob ich nicht dieses Projekt hier mit dazu nehme, dass ich hier keine Verletzung habe. Ich kann dann noch weiter optimieren, beispielsweise nach Bewertungen. Ich sehe hier, wenn wir mit Scorecards arbeiten, ich sehe hier, die für Projekte haben verschiedene Bewertungen und in dem Fall passt das sogar, weil das Projekt, was nicht in meinem Szenario ist, hat nur eine Bewertung von 24 und das ist das Niedrigste. Aber ich würde hier an der Stelle beispielsweise sehen, dieses Projekt oder dieses Epic hat eigentlich eine recht hohe Bewertung, höher als diese Dinge und ich müsste hier eigentlich austauschen. Also in dem Fall dieses Epic reinnehmen, ein Projekt oder ein anderes Epic hier rausnehmen. Ich kann hier auch nach Ressourcen optimieren. In dem Fall habe ich hier oben eine Darstellung von der Projektdauer, von der Projekttimeline. Hier unten habe ich meine Abteilungen und ich würde sehen, dass diese Abteilung in dem Zeitraum überlastet ist. Das ist die ERP-Abteilung und ich könnte hier jetzt einfach mal filtern nach ERP. Dann bekomme ich vielleicht hier noch ein paar Details dazu. In dem Fall gehe ich aber mal auf eine andere Ansicht, die nennt sich nach Projekte und ich würde hier ganz genau sehen, also momentan, das hier ist die Gesamtverfügbarkeit von dieser ERP-Abteilung. Das hier sind die Aufwände, die aus den Projekten kommen. Jede Farbe steht für ein Projekt. Wenn ich hier ein Mouseover mache, sehe ich, dass wir hier mit diesem IT003 ein Problem haben. Ich müsste mir jetzt also überlegen, wenn es machbar ist, dass ich dieses Projekt vielleicht ein wenig nach hinten schiebt, um diesen Konflikt hier zu lösen. In dem Fall hat es gut funktioniert, ist natürlich ein Demo-Effekt.
Aber es ist bei weitem schwieriger, weil sie ja Abhängigkeiten haben zu ihren Budgets, zu den Projekten, zu einem strategischen Beitrag und, und. Also das ist keine leichte Aufgabe hier, perfekte Szenarien zu finden. Aber man kann hier ganz schön simulieren, weil all das ist nur Spielwiese. Was wäre eben, wenn ich was mache? Was hätte das für Auswirkungen auf mein tatsächliches Projektportfolio? Also ich kann mir hier verschiedene Szenarien erstellen, ich kann diese Szenarien gegenüberstellen und dann gebe ich im Grunde bestimmte Projekte oder ein komplettes Szenario frei. Also das wäre eine schon relativ fortgeschrittene Portfolio-Optimierung, eine bisschen einfachere gibt es in so einer Waterline-Darstellung, wo ich eben nur ein paar Bedingungen habe und da einfach schaue, welches Projekt kann ich überhaupt noch mit reinnehmen und was nicht anhand von nur ein paar Bedingungen. Okay, also das nennen wir grundsätzlich Portfolio-Optimierung. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sie Portfolio-Optimierung betreiben. Hier haben wir auch eine Umfrage mit drinnen. Von den Teilnehmern sagen 7%, ja, machen wir schon, sind zufrieden. 33 sagen, machen wir, haben wir aber noch Verbesserungsbedarf. 22% sagen, sie wollen in den nächsten 12 Monaten mit Portfolio Management beginnen. 15% sagen, sie brauchen es nicht und 22% keine Angabe. Gut, wunderbar. Was ich Ihnen hier gezeigt habe, war eher Portfolio-Optimierung im Sinne von einem klassischen Entwicklungsportfolio beispielsweise. Wenn wir eher in Richtung agiles Projekt- und Portfolio-Management denken, dann sind wir mit anderen Modulen unterwegs. Also dafür gibt es ein Modul, nennt sich Agile Release Train und ein Modul Epic, wo ich eben nach Epics Features optimieren kann und hier an der Stelle sagen, ich habe oder sagen kann, okay, ich habe bestimmte Features, ich treibe die auch eben durch eine Optimierung durch und dann weise ich diese Features letztendlich verschiedenen Teams zu. Also das hier sind verschiedenen Teams und die kümmern sich dann darum. Soll aber heute nicht Fokus sein. Wir wechseln an der Stelle jetzt wieder auf die operative Ebene. Ich gehe hier wieder in das Projektmodul. Wir haben das Gantt-Diagramm schon kennengelernt. Wir haben auch schon ein paar Ressourcen eingeplant. Es gibt noch die Möglichkeit, Kosten zu planen. Das ist ähnlich, wie wir es mit den Ressourcen gemacht haben. Ich kann mir hier eine Aktivität raussuchen. In dem Fall nehmen wir gleich nochmal diesen Sprint und können hier noch bestimmte Ausgaben mit reinnehmen. Beispielsweise vom Kostentyp Equipment. Ich sage hier Euro 5000 und dann haben wir hier Kosten eingeplant. Jetzt ist das Projekt noch ziemlich simpel aufgesetzt. Wir haben auch nur geplante Kosten. Wir haben zwar schon wir haben noch keine Baseline gezogen. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal in ein Projekt wechseln, wo schon ein bisschen mehr Daten drin sind. Also dieses Projekt läuft hier schon. Wir sind hier an einer bestimmten Stelle. Wir haben insgesamt, also wir sind in dieser Development-Phase und wir könnten jetzt hier mal schauen, wie das Projekt so steht. Dafür gibt es hier einen anderen Stil und ich gehe hier mal auf diesen Stil. Hier habe ich mit ein paar einfachen Indikatoren angezeigt, bin ich noch im Plan oder bin ich nicht mehr im Plan. Also zeitlich gesehen bin ich hier noch gut. Es ist ein agiles Projekt. Wir sehen von den Ressourcen passt das auch, aber wir haben anscheinend ein bisschen zu viel ausgegeben. Man könnte jetzt immer noch weiter in die Details schauen, warum es denn so ist. Also ich kann sowas auch komplett ausklappen und sehe hier dann, was dazu führt. Also das sind die budgetierten Werte, die Actuals, was ist noch offen und sehe das dann an dieser Stelle. Ich kann mir über diesen Performance-Stil sehe ich, wenn wir mit einer Earned-Value-Methode arbeiten, sehen wir hier verschiedene Earned-Value-Kennzahlen und wie sich die für die einzelnen Aktivitäten, Phasen errechnen, aber auch gespiegelt ganz nach oben. Und so schreibt sich
das Ganze eben fort. Wir würden auch sehen, wenn wir jetzt hier in so ein Board schauen würden, beispielsweise diesen Sprint 1, dann das ist vielleicht ein bisschen umfangreicher. Hier arbeiten einige Leute dran. Und wenn wir hier auf den Fortschritt gehen, sehen wir auch, wie weit das eben schon fortgeschrieben ist. In dem Fall sind wir bei 48%. Eine Ebene nach oben gedacht, gibt es noch die Dashboards. Und wird immer kundenabhängig konfiguriert. Also das sind nur Beispielberichte. Und in diesen Dashboards habe ich hier jetzt in dem Fall einen Statusbericht mit ein paar Informationen, mit einem Freitext, hier die Situation bezüglich Kosten und Aufwände. Ich sehe, wie weit fortgeschritten denn die Abarbeitung von den Liefergegenständen schon ist. Ich sehe hier, dass von dieser Phase 3 sind schon 2 von 3 eben validiert. Hier wurde nichts gemacht. Ich sehe den Fortschritt hinsichtlich Risiken und offenen Punkten. Und hier gibt es eben verschiedene Berichte. Statusbericht, wenn es eben agil ist, dann sehe ich hier auch in einem Burndown-Chart, Backlog-Flow-Chart oder welche Stories denn in welchem Status sind. Es gibt hier Berichte für die Liefergegenstände an sich, also das ist das gleiche nochmal in groß mit einer Auswertungstabelle gegenübergestellt, mit so einer grafischen Ansicht. Ich habe einen Bericht, der kümmert sich mehr um die Projektkosten. Wir sehen beispielsweise, dass dieses Projekt, das ist was ursprünglich budgetiert war und das ist, wo wir momentan hinlaufen. Wir sehen, dass dieses Projekt einfach ein bisschen später gestartet ist, aber wir dann anscheinend wieder aufgeholt haben. Wir laufen auf jeden Fall noch nicht komplett aus dem Budget raus, vielleicht ein bisschen später dann. Aber das sind typische Beispielberichte eben auf Projektebene. Es gibt das Ganze nochmal für die Ressourcenebene. Als Abteilungsleiter habe ich ein anderes Modul, das ist das Ressourcenmodul. Da habe ich eben Reports, die sich eher auf die Ressourcen fokussieren. Ich gehe hier einfach mal auf 2021 und sehe hier für bestimmte Jahresscheiben, wie sich das Ganze eben hier verhält, wo ich über meinen geplanten Kapazitäten bin und wo noch nicht. Und letztendlich, ich gehe schon in Richtung Zielgerade, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, gibt es genauso noch Berichte eben auf Portfolioebene. Das sind reine Aggregationsberichte, wo ich beispielsweise sehe, wie meine Risiken stehen in so einem Bubble-Chart. Ich kann mir mein komplettes Projektportfolio unter verschiedenen Gesichtspunkten anschauen, wie stehen eben meine Risiken, wie viel Geld habe ich schon ausgegeben von dem, was budgetiert war, wie viel Geld ist denn tatsächlich schon geflossen im Vergleich zu dem, was budgetiert war oder was geplant war. Ich sehe hier, dass 3 meiner Projekte etwas verspätet sind, wie viele über dem ursprünglichen Budget sind. Und ich sehe hier vielleicht noch die Kosten oder die Einnahmen gesplittet nach den Kunden. Und. Also das sind verschiedene Dinge, die ich hier aggregiert darstellen lassen kann, genauso wie so eine Release Roadmap, wo ich vielleicht einen High-Level Bericht habe über all meine Projekte, die es gibt und wie die vielleicht zu bestimmten Trends passen oder zu ein paar Marketing-Events. Und ja, genauso wie diesen Bericht gibt es noch ein paar weitere, aber da müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr drauf eingehen, weil das sind eh nur Beispiele, die dann immer kundenindividuell konfiguriert werden oder erweitert werden.